Okay, Route 29, ja, das ist ja Kleinigkeit hier zurück. Und ich kann die ganzen Abhänge verwenden, denn das ist sehr schön. Das ist ja praktisch wie ein Pokémon Gelb, auch der Weg zurück geht halt durch weniger Gräser als der Weg hin. War ja in Gelb auch so von Stadt 1 nach Stadt 2. Ich weiß die Namen jetzt nicht aus dem Kopf, aber ist egal. Ist nicht peinlich, nö. Alabastia und Vertania Zinn. Genau. Zufällig? Ja, gut. Alabastia war das Stichwort. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ilia, wo bist du? Ich habe von Wurzelin einige Informationen erhalten. Hoppla, ich habe geladen, das war sehr schlecht. Und nochmal. Ich hörte, dass hier ein Pokémon, ja, ja. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Weißt du, wie er heißt? Was, wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen gesagt? Nein. Nein, so, genau. Und wie versprochen, Nick, das wird eine schöne Rivalität. Ja, ja. Nein. Ich werde dich am Ende mit Togepi vernichten schlagen, gesagt. So. Sein Name war also Nick. Danke, dass du mir bei Nick geholfen. Ja, genau. Du musst BTA 5.3 programmieren, übrigens. Sicher. Ah. So, und diesen Ball ist, niemand liebt es. Endivier. Ah, wunderschön. Okay, ja. Zeit, ja, halbe Stunde. Gut, haben wir gut Zeit. Jetzt können wir mal durchschauen durch dieses ganze Menü hier, der Pokédex. Sollte ganz klassisch sein. Na, sieht ein bisschen anders aus, aber... natürlich immer noch prinzipiell das gleiche Schema. Select Option, was ist das? Alter Pokédex, neuer Pokédex, aha. Mm. Moduswechsel, bitte warten. Ich habe gerade gelesen, bitte starten, was? Was bist du denn? Und ein Pokémon haben wir sogar schon. Ja, welches alte Pokémon haben wir schon gesehen? Das ist ein Rätsel für dich jetzt, Nick. Ah, sag das doch, Mensch. Also auf jeden Fall Vollriegel. Genau. Dieses Pokémon aus Generation 1 haben wir schon gesehen. Oh Mann, ja, keine Ahnung. Quapsel und Radfratz, meine Güte. Du hast ja keine Ahnung, ja. Als würdest du es nicht sehen. Aber die Daten von Quapsel und Radfratz sind nicht vollständig. Die einzigen vollständigen Daten, die du hast, sind theoretisch die von Vollriegel. Ja, die von den Pokémon, die ich selber habe. Oder sehe ich das falsch? Ja, die du gefangen hast. Da sind die Daten dann vollständig. Genau. Beschreibung und so weiter. Aber das war ja... ja. Ich dachte, das war bei Gelb auch schon so. Ja, war es auch, aber trotzdem. Ach so. Also, okay, ja. Hab's einfach nochmal so wiederholt. Nein, also theoretisch... für alle Alzheimer-Patienten unter uns. Nein, theoretisch... Ich wollte darauf hinaus, dass du theoretisch nur bei einem Pokémon die Daten bis jetzt vollständig haben kannst. Sehe ich jetzt mit so einem Pokécon. Ja. Das ist eine schöne Karte. Aha. Sleberhöhle, Neuborkia. Wir müssen wahrscheinlich jetzt von, lass mich raten, Rosalia nach oben. Also auf jeden Fall nach Viola City. Ja, nach oben, woanders geht's auch nicht hin. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, Mensch. So. Aber du kannst jetzt dahin, wo vorher die Trainer mit den Ratzfratz waren. Alles klar. Der Weg ist frei. Mama, Anruf. Hallo. Oh, hi Loni, du bist auf einer Mission für Professor Lind. Mach's gut, klick. Hallo. Schön, dich zu hören. Und, Wetter so? Ja, ja, ist dunkel, ne? Ganz, ganz klassisch. So, wo ist denn jetzt deine schöne versprochene Glutattacke? Am Arsch. Warum kann ich keinen Ratzfratz auf Level 2 besiegen mit einem Hit? Erklär mir das mal. Auf welchem Level bist du überhaupt? 9. Ich bin auf Level motherfucking 9. Und ich scheitere an Radfratz Level 2 und 3. Was soll denn das? Ja. Ich wollte eine Pause einlegen. Darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Von was redest du nur? Das ergibt keinen Sinn. Als wäre die Welt nur ein Spiel. Okay, nee, ich habe mich vertan. Glut kommt auf Level 10. Aha. Aber hier definitiv laut PokeWiki. Okay, gut. 13 Ruckzuckhieb und so weiter. Alles klar, Rosalia City. Muss ich ins Pokémon? Habe ich gekämpft zwischendrin? Nee, ne? Oder doch? Habe ich es wieder vergessen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe 2 KP verloren.
Warum auch immer. Tragisch. Ich meine, gut, es sind 7% von meinem Leben, ja? Genau gesagt, 7,1428571. Dein Ernst? Ja, kannst ausrechnen. Ein Siebtel, ich helfe immer gerne. Nee, ein Vierzehntel, Entschuldigung, so. Ich habe gegen die Trainer auf der Straße gekämpft. Meine Pokémon haben verloren. Ich muss sie rasch in ein Pokémon-Center bringen. Warum rede ich mit euch eigentlich? Was habe ich für ein Problem, Junge? Quapsel, ja, ja, verpiss dich. Vater. So, was hier oben? Hier. Muss ich ja lang? Ja, ich glaube schon. Wie Barack. So, Level 10, was habe ich nicht gelernt? Poke-Wiki, Level 10, Glut. Steht hier so. Habe ich es vielleicht falsch gemacht? Muss ich irgendwas drücken, dass ich was lerne, oder? So, Feurige. Nee. Vielleicht gilt es ab einer späteren Generation. Bist du auf dem Ding für Generation 2? Das wäre aber dämlich. Was? Wenn das von Generation zu Generation... Okay, nee. Warte. 12. Aha! Warum willst du es nochmal korrigieren, oder was? Ja, ja, aber das ist doch total bescheuert. Warum wechselt das von Generation zu Generation, wann der irgendeine Attacke erlernt? Victor Mongo! Das ist irgendwie total unlogisch. Tja, kann man ja auch nichts machen. Ist mir auch egal. Na gut, so, hier komme ich nicht durch. Zerschneider sei Dank. Nee, hier rüber musste ich. Die kämpfen immer noch. Das kann ja gar nicht sein. Ach, warte, Moment. Ich bin ja ein Idiot, ne? Mit Professor Lynch sprechen wäre zu einfach. Ich gehe hin, ja, so ist mein Rivale. Danke, tschüss. Hutut, ah, komm. Würde ich euch bitte verpissen. So, also ab zurück nach Neubau. Es geht so gut los, ne? Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Ich bin sehr dankbar für meine Vorspultaste und ganz ehrlich, sage irgendwas. Ich muss jetzt schmollen. Ja, liebe Zuschauer, wetter so. Mehr fällt mir auch nicht ein. Lindloni, es ist schrecklich. Oh, was hat denn Mr. Pokémon denn Großes entdeckt? Er ist mal zwei Schritte zurück. Nee, einen Schritt. Dann halt so. Ich meine, gut, er kann auch zwei Schritte zurück, dann ist halt in der Wand. Ja, kann man machen. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Es ist ein Frühstücksei. Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. In der Tat? Hilft? Naja, wie? Oh, nee. Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben. Loni, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Ich stotter, nicht. Das ist Feurigel, ein starkes Pokémon. Willkommen bei Pokémon Kristall. Eine andere ist der... Irgendwas Lage? Das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Loni, es ist vielleicht echt viel Text, was ich hier zuspamme. Deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hier hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arena annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola Loni. Der Weg zu Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Oh, jetzt, was willst du denn? Benutze sie. Sie will dir helfen beim Sparen. Also, was? So nehme ich mal vorweg. Beim was will sie mir helfen? Beim Sparen. Ach so. Ich wollte gerade wissen, warum der Typ sich mir in den Weg stellt. Aber ja. Um deinen Pokémon-Dex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Der Pokébälle nach wilden Pokémon. Oh, das weiß ich doch. 5 Pokébälle. Ich bin sehr froh. So, Mama, was geht's? Oh. Mama ist einfach weg. Ja, gut. Kidnapped Mom. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Halt mal deine Hand an deinen Rücken. Trust me, I'm Loni. Du beginnst also ein Abenteuer. Oh, ich werde dir helfen. Was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Mama setzt Zahltag ein. Genau. Soll ich dein Geld sparen? Ja? Soll sie das? Ja, ist immer gut. Ich habe jetzt mal Ja gedrückt. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team antreten, also mach's gut. Blablabla. Was heißt das jetzt effektiv für mich? Ja? Was habe ich jetzt davon? Jedes Mal, wenn du Geld bekommst, geht entweder die Hälfte oder ein kleinerer Betrag, so sicher bin ich mir nicht, bekommt deine Mutter. Das bedeutet, du bekommst nicht einen vollständigen Betrag, sondern nur einen Teil. Und wenn du dann irgendwann mal kein Geld mehr haben solltest oder so, ja, kannst du jederzeit nach Hause zu deiner Mutter und
Sie gibt dir dann das Geld. Aha. Der Vorteil oder Nachteil, je nachdem wie man es sieht, ist allerdings, dass sie sich einfach mal rausnimmt, von Zeit zu Zeit einfach mal irgendwelche Items zu kaufen. Aber ich krieg die Items dann bitte auch, ja? Ja. Ja, ich hoffe. Die werden in deinem PC gelagert. Teilweise sind die auch ganz nützlich, irgendwie ein Schutz oder ein Pokéball, Trank, was auch immer, aber teilweise kommt sie ja mit X-Angriff, X-Abwehr und naja. Okay. Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Also so gesehen 0. Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Ja, bitte. Das ist total, total spannend. Ich glaube, ich mache daraus Mega-Folge. Was ist... Also ganz ehrlich, dieser Sprite von dem Typen, der sieht auch krass hässlich aus, muss ich sagen. Was ist das denn? Also die Ball-Einfang-Animation ist schön, aber... Kumpel, du bist ja krass hässlich. Also ganz ehrlich mal. Wow, Radfratz wurde gefangen. Bitte sag mir, ich krieg es nicht. Ich will es nicht. Du kriegst es nicht. Oh, danke. So geht das. Wenn du sie zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen. Oder du hast einen Meisterball und setzt ihn bei Carpador ein. Es wäre eigentlich so gesehen schon ganz geil, wenn ich meinen Pokémon transferieren könnte. Weil ich hatte einen Gelbhalt. Am Ende Mewtwo Level 72. Okay, das ist heftig. Das wäre halt schon geil. Aber da ich nicht weiß, wie es und ob es überhaupt funktioniert, lasse ich es erstmal. Wenn ich irgendwann mal Bock habe und merke, es geht, dann hole ich mir auch meinen Mewtwo Level 72 zurück. Was aber auch eigentlich eine Zeit lang gar nicht auf mich hören würde hier wahrscheinlich. Nee, ich glaube, du brauchst schon 6 oder 7, wenn nicht sogar 8 Orden. Ist schon heftig. Gut, als Mewtwo das Wasser war schön, dich nicht gehabt zu haben. Und warum rede ich eigentlich noch mit euch? Was? Was seid ihr für Beppos, Alter? Nebenbei, hast du zufällig eine Ahnung, welches legendäre Pokémon du in der Kristalle zuerst antriffst? Lugia oder Ho-Oh? Weil in der goldenen und silbernen hat sich das hier je nach Edition variierte das ja. Krieg ich hier nicht Suicune oder so? Ja, Raikou, Entei und Suicune, die kriegst du auch, aber hauptsächlich Lugia oder Ho-Oh. Ja, also nee, weiß ich nicht. Okay, schade. Ich bin ganz auf Togepi fixiert, alles andere muss erstmal ausgeblendet werden. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe ein bisschen was vorher gelesen dazu zum Spiel, um mich ein bisschen zu informieren, aber so, nee. Ich wusste, was auf den Covern jeweils drauf ist und das... Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Togepi, was dann irgendwann auf Route irgendwas in der 30er schlüpfen wird, dürfte auf Level 2 sein, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube es. Und da habe ich mich gefragt, ein frisch geschlüpftes Pokémon, wie kann das auf Level 2 sein? Stimmt eigentlich. Und ich bin Level 11. Das ist, als ob du geboren wirst und 3 Jahre alt bist. Das stimmt eigentlich. Ich werde dann drauf aufpassen. Das Haus von Mr. Pokémon, nee, da will ich jetzt ja nicht hin. Ich will hier rüber. Oh, und da will jemand kämpfen. Will der auch kämpfen? Nee, jedem macht das Kämpfen Spaß. Das ist zwar krass uninteressant, aber ja. Ich habe verloren. Ich versuche mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Was schwach? Was ist das denn? Was soll diese scheiß Kampfanimation, Mann? Was hat... Das macht keinen Sinn, verdammt. Teenager Julian möchte kämpfen. Ja, Glückwunsch. Schickt Radfratz in den Kampf. Ist auch nett, dass sie jetzt wenigstens meinen Namen haben hier. Ja. Trotzdem, ich verstehe diese Kampfanimation einfach nicht. Und ich meine, wo kommt dieser Pokéball her? Der auf dem Bildschirm dann erscheint auf einmal. Was ist das? Ist halt einfach da, damit es schön aussieht. Keine Ahnung. Das sieht krass gruselig aus. Ja, aber das ist doch nicht schön. Ein Teil meines Geldes ging übrigens nach Hause. Genau. Und da will jemand kämpfen. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Kann ich nicht einfach Nein sagen? Hast du keine F-Taste dafür? Nein. Ja. Teenager Burkhardt. Okay, ist mit dem Namen, das nehme ich zurück. Genau das meinte ich. Taubsi. Auch wenn ich nichts gesagt habe, ich habe mir meinen Teil gedacht. Na gut. Los, Pikachu! Setze Elektro-Attacken ein. Oder auch nicht. Ich dachte schon, mein Vollriegel Level 11 kann ein Taubsi Level 2 nicht one-hitten. Ich wurde zum Glück eines Besseren belehrt. Ich wäre trotzdem fast ausgerastet, ja, also. Radfratz.
Und da wundert er sich noch, dass er mit dem Radfratz Level 4 verliert. Geht ja gar nicht. Voll Idiot, ey. So, tackle ihn bitte kaputt. Das war gerade mal die Hälfte. Ich hoffe, Feuriges Weiterentwicklungen werden dann stärker irgendwann mal. Das ist ja noch krass traurig. Also die Weiterentwicklungen sind ja Eagle Lava und Tornuptu. Genau. Und richtig. Tornuptu jedenfalls haut schon einiges weg. Okay. Davor also es kommt natürlich nicht an so Relaxo oder sowas ran, aber trotzdem. Ja, das ist richtig. Oh, und weiter. Du willst bestimmt auch kämpfen, lass mich raten. Ich bin kein Trainer. Oh. Ja, das ist blöd. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor.